Das war ein voller Erfolg und Dieter Sauberlin rennt jetzt zurück zu Papi. Und erstattet ihm Bericht. Nichts anderes. Hab ich eigentlich mal mittlerweile ein Level abbekommen? Nee. Ich will mal wieder ein Level up haben. Ich will mehr Punkte auf Wasser-Wiki haben. Ich will nicht, noch tödlicher werden. Bombs. Ja. Wir sind übrigens jetzt auf der anderen Seite der Schlucht. Na, hier oben haben wir vorher noch gekämpft. Jetzt erst kommen wir hier oben lang. Wie das alles aufgeht. Hier oben, hier, das war die Brücke, unter der wir gestanden haben, gekämpft haben, wo ich dachte, ey, ist nicht ganz so sinnvoll, hier hochzuballern. Mit dem komischen schwarzen Loch da unten. Und da oben stehen schon wieder Leute. Und da ist noch eine, da ist die Scharschnitzerei. Ach, sieh mal einer an. Da ist der Waldläuferboss. Moin, hallo, Dieter. Der Dieter. Ich hoffe, ist doch Dieter. Ja, hier sind wir lang, da hinten, da sind wir hoch. Ganz komisches Terrain hier. Ganz, ganz komisches Terrain. Dort hätten wir auch weiter gehen können. Aber nee, jetzt gehen wir hier oben lang. Beziehungsweise wir gehen jetzt sogar noch weiter hier oben lang. Denn... Nein, ich weiß nicht, ob das hier mal was war, aber... Ja. Rums. Schafelle gibt es hier und Schaden natürlich. Ich guck nochmal eben hier. Scan. Nein, nichts. Na gut, okay. Weil mir meine, hier oben gab es immer mal so eine kostenlose Truhe. Aber so aller Geheimbasis wie im Tutorial. Aber gibt es hier wohl doch nicht. Und wir haben immer noch nicht herausgefunden, was wir mit unserem tollen Askalon-Schlüssel tun können. Oder den Teppich fetzen. Gwen, und einfach falsch schon wieder in Heulausbrüche. Ich muss dann hier nochmal auf das Thema eingehen. Ich weiß nicht, wie man hier ein kleines Mädchen sterben lassen kann. Ich verstehe es nicht. Das ist brutal, das Spiel wird indiziert. Ach nee, Moment, wenn Gwen jetzt irgendwie eine Unterhose rumgerannt wäre, das wäre gehöre verboten. Oder ein Bikini. Oh, Bikini, das ist schon sehr nah an der Grenze. Dann wäre es ganz hart diskutiert worden, ob es indiziert werden muss. Zumindest mal wieder. Aber wenn eine kleine Gwen von Char wie überrannt wird und zerfleischt wird und die Gedärme rausgerissen, das ist völlig in Ordnung. Das kann man zeigen. Das ist dann FSK 6 oder so. Das können auch so kleine Mädchen angucken. Das ist gar kein Problem. Das ist auch nichts Schlimmes, zerfleischt zu werden. Ja. Da wundert man sich, dass so viele Leute in Amerika erschossen werden oder einfach umgebracht werden. Das ist... Torch Split Spit Flush oder so, wieso hieß er Magger. Egal. Muss man den Namen von unseres Feindes kennen? Was ist das denn? Zerstörtes Katapult! Naja, das ist eher weniger zerstörte Katapult als eher das da. Sieht eher aus wie das kleine zerstörte Katapult, wie so das Spielzeug von Katapultbetreiber. Ja, und ich klicke es auch gleich an. Das mache ich gleich. Moment. Ich kann nur keine roten Punkte auf der Karte. Also, ich kann rote Punkte auf der Karte sehen, aber ich mag keine roten Punkte auf der Karte sehen. Wasser auf gutes Gelingen. Bumm. Ey! Ey, du warst tot! Du Mistkerl, du warst tot! Warum blende ich jetzt den Magier und töte den Angreifer? Was soll das? Ich liebe einen guten Kampf. Ja, ich auch, aber Die Aussage ist irgendwie so ein bisschen fehl am Platz, wenn wir gerade mitten dabei sind zu sterben. Das Land zu verlieren. Also das komplette Land! Tausende, Millionen von Menschenleben. Ruhe auf unseren Schultern. Wow, hat's ja vollgebracht. Hat's ja richtig vollgebracht, das jetzt anzuklingen. Steht der Askalon Techniker, noch ein zerstörtes Katapult, aha. Da ist der Wall! Hey, da ist der Wall! Das ist ein ganz... Da ist ein... Ganz viel Katapult... Help, hallo, Askalon Techniker. Ich ignoriere dich einfach. Warum läufst du eigentlich durch die Gegend? Das sind noch zwei Askalon Techniker.
Verwirrung. Ganz, ganz große Verwirrung. Belagungsmeister Lorimar. Ich bin gerade komplett neben der Spur. Ich kann mich irgendwie ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass hier jemals solche, so viele Asgard-Techniker gerannt sind oder dass der Magier hier stand. Ich bin verwirrt. Was machst du nur mit mir, Guild Wars? Was machst du mit mir? Aber egal, wir können Belagungsmeister Lorimar ansprechen. Und ich finde den Typen super sympathisch und zwar, naja, hört selbst. Ich reparierte gerade diesen Tribok, als der Char ankam. Mir fehlen Auslösehebel, Rückhaltebolzen und die Spannkurbel. Sucht bei den kaputten Triböcken nach diesen Teilen. Und dann bringt ihr sie zu mir. Wenn ihr das macht, dann kann ich diese Schönheit reparieren und die Char kriegen eins auf den Pelz gebrannt. Um den Tribok dann zu aktivieren, zieht den Hebel einmal zum Laden. Und ein zweites Mal, wenn er dann trifft, werden nur noch Splitter übrig bleiben. Aber beeilt euch, die Char am Wall werden immer mehr. Ich finde die Stimme so sympathisch. Und ich kann nichts dafür, dass der Text teilweise abgebrochen wurde. Und ein zweites Mal, wenn ihr die Char angreift, was? ja. Gut, also dafür sind die kaputten Triböcke da, also Katapulte da. Weil da halt die Ersatzteile drin sind. Also quasi wir durchwühlen jetzt die Trümmer der Katapulte und versuchen halt diese drei Teile zu finden. Es ist kein Bonus, es ist eigentlich nur extrem wichtig, dass wir das finden. Das ist, gehört zur Mission, weil, ja. Die Truhe ist bereits offen. Na, das ist ja großartig. Weil, ja, wenn wir sehen, so gegen die zu kämpfen, ist ein bisschen wahnsinnig und übermütig. Also da kommen wir nicht gegen an. Deswegen nehmen wir lieber, glaube ich, das Katapult, Tribok, wie auch immer. Und so und so unser Glück. Was ich halt auch damals gefeiert habe, dass das Ding tatsächlich Tribok genannt haben. Wir werden es nachher sehen, wenn es fertig geworden ist. Ja, es ist ein Tribok. Es ist kein Katapult. So viele Spieleentwickler nennen diese Triböcke tatsächlich Katapulte. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil Katapult einfach ein viel bekannterer Name ist. Aber ich kenne Triböcke. Ich habe sie damals bei Stronghold 1 kennengelernt. Das war eins meiner ersten Aufbaustrategiespiele. Das habe ich bereits mit, 8, 9 gespielt. Da habe ich dann das Wort Tribok kennengelernt. Wir tragen unsere Waffen nicht, deswegen haben wir jetzt übrigens weniger Energie. Ich weiß also, was ein Tribok ist. Und Tribok. Triböcke sind bösartig. Also was die für eine Durchschlagskraft haben. Das geht auf keine Kur. Wir haben das mal gezeigt. Echt, also die Steine, die die Dinger schleudern, die können echt ganze Mauern durchbrechen. So viel Wumms haben die. Glücksklee. Glücksklee ist wunderbar. Das ist ein schönes Katapult. Ja, geborgener Auslösehebel. Gut, erstmal haben wir jetzt hier... Was haben wir aufgenommen? Geborgener Auslösehebel. Nee, das war falsch. Was haben wir aufgehoben? Die Spannkurbel haben wir aufgehoben. Gut, die bringen wir jetzt auch erstmal zurück. Ach, diese tollen Sammelquests, wo wir selber laufen müssen. So, und zwar, wem geben wir das? Ihm? Ich glaube, wir geben ihm das, ne? Ja. Was sehen meine müden Augen? Eine Spannkurbel. Bringt meinen Auslösehebel und... Ey, so wäre wahrscheinlich der Dialog gelaufen. Ja, noch eine Rückhaltebolze und ein Auslösehebel, ne? Ist ja klar. Den Auslösehebel haben wir ja schon und den Rückhaltebolzen werden wir auch noch finden. Wofür ist der Rückhaltebolzen eigentlich da? Wenn das ganze Katapult nicht gleich mit hinterher fliegt oder was? Weil das halt echt schon wirklich Wumms. Also das... Ein Tribok muss auf wirklich fest einen Boden installiert oder verankert worden werden. Ich brauche nichts weiter als einen Rückhaltebolzen, um diese Char über den Wald zurückzudrängen. Okay.
Den finden wir auch noch. Das ist bestimmt da drinne. Das wird sich anbieten. Hier schön drei nebeneinander und dann überall ist das Teil drinne. Ja, ja, wir beeilen uns ja schon. Da ist er auch schon. Wunderbest. Von Dr. Best. So. Tribok. So sieht das Ding komplett Schrott aus. Und so sieht das Ding jetzt gleich aus. It is got a magic. Ja, und so hier nochmal schön die Wiederherstellungsaura reingewirkt. Ja, das Ding hast du einfach mal selbstständig zusammengesetzt. So sieht ein Tribok fertig aus. Hier ist der Arm und alles. So. Hallo, Char-Armee. Wie war das noch? Einmal ziehen zum Laden. Vor allen Dingen, guckt euch das mal an. Guckt euch das an, meine Spielzeit beträgt. Ja. Es ist keine Kugel, die drin ist, sondern irgendwie so ein, ja, brudelnder Krug. Und der macht richtig tolle Sachen. Boah. Alles tot. Ein Nekromant würde sich jetzt zu Tode freuen. Oh Mann. Das wäre eine Untotenarmee geworden. Das wäre eine Untotenarmee. Nee, ich will da jetzt eigentlich gar nicht lang. Der Weg führt mich eigentlich hier unter. So. Da ist irgendwie nur Sackgasse. Das ist blöd. Ach, guck mal, hier, genau. Weil hier müssen wir sowieso dran vorbei. Und hinten steht noch ein Tribok. Da will ich hin. Da will ich hin. Rollin', rollin', rollin'. Oder I'm walking. Hey, yeah, yeah. Hey, dann ist ein Durchgang durch den Wald. Cool. Und hier sind sie durchgebrochen. Kommen wir dann... Ja, wir kommen ziemlich zum Missionsgebiet zurück, ne? Feini, feini. Beeilung. Ich will nochmal. Nochmal. So. Einmal laden. Da ist sogar ein Boss. Rost. Ein Auge. Was haben wir denn da so? Ah ja. Ganz viele Char-Pöscher. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen... Rums. Und? Wow, zwei Char gekillt. Ich bin begeistert. Du bist unnötig, Tribok. Du bist richtig unnötig. Warum stehst du hier, wenn du doch nichts bringst? Können wir einfach durchmarschieren. Mir gerade gar auch wieder mal wieder nicht sicher. Aber ich glaube, damals war es nicht so, kann man den Tribok sogar trollen. Und zwar indem ich irgendwie drei Leute in der Gruppe weiterlaufen. Der viele steht oben an Tribok und wenn dann die Gruppe am Kämpfen ist, dann schießt er mal ab und wenn die Gruppe da drin steht, glaube ich, dann sterben sie sogar alle. Das ist irgendwie. Naja. Die Gruppe dann nur so, wow! Und er so, hehehe. Dann eigentlich eher so, hihihihihi, wie ein kleines Kind. Da kommen ein paar Char auf mich zugerannt. Da, Alter, hallo, wow, lauf, 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 lauft! Die haben sich gerade neu formiert irgendwie da. Deutsch. Stehen die vielleicht jetzt eher im Einzugsbereich des Triboks? Leute, so. Ja, ich hab's natürlich weggeschickt. Ich Volldödel. Rettet mich! So sieht es gleich schon viel besser aus. Bam! Danke, bam! Nein! Mach den Märtyrer tot, das hat doch keinen Sinn. Seht ihr, deswegen tötet man immer die Heiler. Warum lerne ich das einfach nicht? Antwort, weil ich blöd bin. Jetzt, nicht für bitte der Heilung. Hör auf damit. Jetzt stehen sie da alle ziemlich blöd.
merkwürdig. Moment. Tja, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht stehen sie jetzt eher im Einflussbereich des Tribox. Laufen wir noch einmal hoch. Geschwind wie der Wind, standhaft wie ein Berg. Leise wie der Wald. Schnell wie der Blitz und zerstörerisch wie das Feuer. Das Feuer des Tribox. Und. Brumps! Bam! Immerhin eine Gruppe weniger. Den Rest erwische ich leider nicht, aber immerhin eine Gruppe weniger. Die könnten schon den ganzen Kampf ausmachen. Zumindest rede ich mir das jetzt ein. Zumindest wäre es auch ziemlich tragisch, wenn wir jetzt eigentlich sterben würden. Wir sind schon schön weit in der Mission vorangeschritten. Nein, nein. Märtyrer. Bitte den Märtyrer. Strudel und gefrieren. Zack! Bumm! Schon sind sie tot! Dann sehen sie. So, steht da oben Pirscher. Ja, Pirscher kann doch nichts. Außer Alisa umbringen. Das ist auch nicht toll. Wassereinstimmung! Komm schon! Ja, mit drei Gegnern mehr wäre da schon alles ein bisschen schwerer ausgefallen, ne? Ja, ja, ja. Alisa ist zwar gestorben, aber ich glaube, das können wir ertragen. Kraft. Das Schöne am Sterbemalus ist ja auch die Tatsache, dass der Moralschub draufrennen will. Das heißt, wir kriegen beim Tod 15% oder minus 15% Sterbemalus, wird aber ja von diesen plus 8 abgezogen. Das heißt, sie hat nur noch im Umkehrschluss 7. Nachrechnen, nachrechnen, reinrechnen, ja. Minus 7 Sterbemalus. Sterbemalus baut sich auch, falls ich es noch nicht gesagt habe, auch wieder so ein bisschen ab. Immer kämpft, aber halt sehr, sehr langsam für mich. Aber er baut sich immerhin ab. Das heißt, mit der Zeit auch wieder, ja, stärker noch nicht, aber halt, kommt wieder auf normal Status, ne? So, jetzt der, und jetzt können wir dinkeln. Hui! Bums, da fliegt mein... Bom. Bäh. Da liegt er. Ah, die Brücke. Kennen wir die Brücke? Ich weiß nicht, ob wir die Brücke kennen. So, wir sind zurück beim Wal. Wo genau beim Wal sind wir? Na, hier bei dem tollen. Das hier ist doch eindeutig das Gebiet, wo wir damals die Mission gestartet haben, ne? Sieht doch ziemlich identisch dann aus. Ja, ich lasse die Gruppe jetzt alleine kämpfen. Oh, hier oben kommen wir hochlatschen. Hier haben wir, genau. Das ist das Gebiet. Die haben diesen Bereich tatsächlich einfach überrannt. Unfassbar. Ja, ich weiß. Das Gebiet ist eigentlich da hinten, aber quasi soll das jetzt halt so aussehen, als wäre das halt dasselbe Gebiet. Das vermute ich mal, dass es so gedacht ist. Ach. Leute, Märtyrer. Wir machen jetzt erstmal den Märtyrer, ne? Einigen wir uns da. So, Strudel da auf den und dann ist er auch schon tot, ehe das Ding gewirkt hat. Da toll! Aber ich muss hier reingeschwellen. So, jetzt können wir uns um den Boss kümmern. Komm zu Papa! Wo ist Orion? Da ganz hinten. So, Boss tot. Und Mission geschafft! Ole ole! Dialog. Es kommt die tollste Stimme des gesamten Spiels. Zeit zum Handeln. Wir haben lang genug hinter dem Wall gekauert. Von nun an greifen wir unsere Feinde an. Prinz Rurik! Prinz Rurik! Was gibt es? Prinz Rurik, wir haben gesiegt. Ja, aber wir mussten einen hohen Preis dafür zahlen. Die Char haben Gefangene gemacht. Einige unserer Verwundeten wurden verschleppt. Ascalon muss diese Bestien nicht mehr fürchten.
Wir marschieren nach Norden, befreien unsere Brüder und holen, was uns gehört. Genau so, Rurik. Genau so. Grenztor. Quasi wieder ein Stückchen weiter. Dort haben wir eben noch gekämpft. Hier oben sind wir jetzt auch schon. Elias kann eure Waffe an euch anpassen. Das ist schön. Tut Buße, das Ende naht. Und, oh, guck da, wie voll der Levelbalken ist. Oh Mann, das ist doch blöd. Ja, also wir sind quasi gleichzeitig mit der Armee von Prinz Rurik hier eingetroffen, haben die Char zurückgedrängt vom Wal. Der Wal gehört wieder uns. Doch leider hat Ruriks Armee sehr viele Verluste erlitten und, wie er es halt sagte, viele der Verwundeten wurden von den Char verschleppt. Und jetzt hat Rurik gesagt, jetzt platzt ihm der Kragen. Die Schnur ist eindeutig überspannt. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und Rurik sagt sich jetzt auf zum Gegenangriff. Und ja. Allerdings, wie stellen wir fest, ist noch nicht die nächste Mission. Da werden wir jetzt erst gleich beim nächsten Mal hinlaufen. Aber wir werden jetzt mal richtig offensiv gegen die Char vorgehen. Dann werden wir auch herausfinden beim nächsten Mal, was Kriegsmeister Riga zu uns oder für uns hat oder zu uns zu sagen hat. Ja, das war's dann erstmal mit der tollen Mission Voranik. Und ja, ich freue mich schon, mit euch das nächste Mal hier weiterzuspielen. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zusehen und Cheers!